Heute brauen wir Biere mit Hopfen. Hopfen ist die Würze des Bieres. Das ist das, was Bittere, was Aroma in das Bier reinbringt. Heute ist der Hopfen auch das ausschließliche Würzmittel des Bieres. Es steht ja im deutschen Reinheitsgebot so drin. Und dadurch haben wir vergessen, dass das im Rheinland des Mittelalters und davor so gar nicht möglich war. Denn hier wächst kein Hopfen. Und die Variante, wie wir das heute machen, wir rufen mal schnell in der Hallertau an und lassen mal welchen mit der Spedition kommen, die hat ja vor 1000 Jahren auch nicht funktioniert. Also ob man das wollte oder nicht, man musste sich anders behelfen, man musste dem Bier auf anderem Wege eine Würze verleihen. Und das hat man mit der sogenannten Grut gemacht. Und deswegen heißt dieses Bier, oder so nennen wir es heute, das Grutbier. Der Gruter war ein eigener Beruf. Wir würden heute vielleicht dazu sagen, der Kräutermann oder die Kräuterfrau. Grut ist das alte deutsche Wort für Kräuter. Und dieser Gruter, der hat seinen Lebensunterhalt damit bestritten, dass der durch Feld, Wald und Wiese spaziert ist, hat geschaut, was gibt's denn da für Würzkräuter? Und dann hat er die gesammelt, getrocknet, zerstoßen und entweder rein verkauft oder auch zu Pulver gemischt. Und diese Kräutermischung, die nannte man die Grut. Die hat der Gruter letztlich an jeden verkauft, der sie haben wollte. Die Bäcker haben das benutzt. Das ist im Haushalt wie auch in der Gastronomie genutzt worden zum Kochen. Und es ist natürlich auch von den Bierbrauern genutzt worden, um ihre Biere zu würzen. Und das haben wir vor einigen Jahren mal versucht, in aufopferungsvollen, vielen Selbstversuchen nachzubrauen. Es ist uns auch gelungen. Und das Resultat ist dieses Grutbier hier. Das enthält 3 Kräuter. Und zwar sind das Minze, Salbei und Wacholder. Wir haben ganz bewusst 3 Kräuter genommen, die hier in unserer Region auch heimisch sind. Natürlich wissen wir nicht, ob dass genau das Grutbier ist, wie es denn vor 1000 Jahren auch gewesen ist. Aber wir wissen schon, dass diese Kräuter damals zum Würzen des Bieres genommen worden sind. Es hat also mit Sicherheit Biere gegeben, die im Aroma dem hier geähnelt haben. Verglichen mit dem Honigbier ist es regelrecht ein Leichtbier. Es hat nur 4,9 Volumenprozent. Kann man also schön auch mal als Aperitif oder als Biergartenbier kann man das trinken.